Bei den Brexit-Verhandlungen liegen Großbritannien und die EU über Kreuz. Doch im Fall des mutmaßlichen Giftgasanschlags auf den früheren russischen Doppelagenten Sergei Skripal stellen sich die Europäer klar hinter London. Nach langen Diskussionen in Brüssel verabschiedet die EU eine einmütige Erklärung, wonach Russland höchstwahrscheinlich für den Vorfall verantwortlich sei. Ich begrüße die Tatsache, dass die EU der britischen Einschätzung zugestimmt hat, wonach Russland höchstwahrscheinlich für den versuchten Mord verantwortlich war, der sich in Salisbury zugetragen hat. Es gibt keine andere plausible Erklärung. Die EU beruft außerdem ihren Botschafter in Russland zurück. Einige Mitgliedstaaten erwägen darüber hinaus, dem britischen Beispiel zu folgen und russische Diplomaten auszuweisen. Der frühere russische Doppelagent Skripal und seine Tochter waren Anfang März im englischen Salisbury vergiftet worden. Beide liegen seither im Koma. Moskau bestreitet, etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben. Dem Außenministerium zufolge besitze das Land gar keine Chemiewaffen mehr. Russland hat seinerseits bereits britische Diplomaten des Landes verwiesen und erwägt weitere Sanktionen gegen Großbritannien.